stimme dich auf das heutige Video ein. Ich habe heute meine Herzschale dabei. Also die Klangschale, die hat 432 Herzfrequenz und entspricht die Frequenz des Herzens. Wundervoll schwingt sie und heute bereite ich für dich ein Dessert vor, und zwar mit Feigen. Ein basisches Dessert, was auch ganz, ganz einfach geht. Also Feigen, das waren jetzt getrocknete Feigen, die wurden bereits in der Antike schon verwendet. Also die sind unglaublich reich an Mineralstoffen. Also da ist ganz viel Kalium, Magnesium, Eisen, Phosphor. Also ganz viele wichtige Nährstoffe sind inbegriffen hier in den Feigen. Und die sind auch basisch. Und also die frischen Feigen sind ein richtiges Superfood. Also ich habe jetzt auch zu Herbst auch einige frische Feigen auch dabei. Und da jetzt wirklich ein Dessert, also unglaublich lecker und auch schnell. Ich zeige dir so mein Rezept und ja, basisch. Warum ist das so wichtig, der Basenhaushalt in unserem Körper? Da wir da auch dadurch also ganz viel für den Ausgleich sorgen und dadurch auch nicht mehr so angreifbar sind, unsere Zellen gar nicht mehr so angreifbar sind, auch für Erkrankungen wie Krebs. Natürlich, wenn wir unseren Basenhaushalt also im Gleichgewicht halten und auch recht auf tierische Produkte also verzichten. So, ich habe hier so circa 10 Feigen getrocknete eingeweicht in heißes Wasser, also ein paar Stunden stehen lassen, und gebe ich das mit in den Mixtopf hier hinein, in den Thermomix. Wenn du keinen Thermomix hast, natürlich kannst du auch also einfach einen Mixer oder einen Pürierstab dazu verwenden. Gebe ich hier alles mit in den Topf hinein. Und Feigen werden auch gerne als Superfood, aber auch gerne in der ayurvedischen Küche auch benutzt oder eingesetzt. Also richtige Vitaminbombe und also so richtige Superfood. Und ich habe jetzt hier 2 Becher frische, süße Sahne mit dabei, denn auch Sahne gehört jetzt auch zu, ja, die hat jetzt auch, ist ja auch basisch, also im Grunde, ja. Also es zählt zu basischen Lebensmitteln. So, und dann gebe ich jetzt einfach mit in den Mixtopf hinein und mixe das jetzt mal so circa eine gute Minute oder anderthalb durch. Und schon ist es fertig. Natürlich habe ich hier auch diese Feigenwasser mit hineingegeben, denn da sind auch also wirklich noch Vitamine und Mineralstoffe drin und das schmeckt auch lecker. Und dadurch, dass die Feigen getrocknet waren, natürlich ist das auch im Geschmack intensiv. Und so sieht dann diese Mousse aus, wenn das hier fertig ist, ja. So. Und das kannst du dann natürlich einen Tag vorher schon machen, im Kühlschrank legen. Also wirklich eine leckere und gelungene Dessert. Und natürlich kannst du das schön in so kleine Gläschen oder im was du möchtest oder was du von Dessertgläser auch benutzt oder besitzt, kannst du das mit eingeben. So, dann kannst du hier, wenn du gerne Schokolade magst, mit Schokolade mit eingeben. Und so sieht es aus, wenn es fertig ist, das basische Dessert. Natürlich werde ich hier auch frische Feigen noch oben drauf geben. Das sind 6 Gläser daraus geworden. Also tierische Lebensmittel, auch wie zum Beispiel Milch und so. Das ist ja alles säurebildend und auch Fleisch im Körper. Aber es gibt ja ein paar Ausnahmen, also süße Butter und Sahne. Und was war da noch? Ghee. Ghee ist auch also unglaublich gut und basisch und sorgt für den Säure,
Vasenhaushalt in Ordnung zu bringen. Also ich gebe jetzt hier ein paar frische Feigen mit drauf. Natürlich das Auge ist mit und ich habe hier Kokoschips vorbereitet und die sind auch basisch und die gebe ich mit hinein, auch wenn das Glas jetzt nicht so, auch wenn das Glas jetzt so ein bisschen verschmiert ist. Also ich verzichte jetzt bewusst heute auf Schokolade, denn ich bleibe jetzt bei diesem basischen Gericht und also ich gebe jetzt keine Schokolade, sondern wähle ganz bewusst hier die Kokoschips und gebe mit hinein. So, und natürlich Feigen, also ganz, ganz reich auch an Vitaminen. Und dann hast du was Besonderes, also ein gelungenes Dessert. Kann man das wunderbar anrichten, nochmal auf dem Teller, vielleicht auch noch mit ein paar frische Früchte verzieren. Also so, wie du magst. Also da ist deine Kreation kein Grenze gesetzt. Also 6 Portionen aus 10 Feigen. Und so, die schneiden wir auch nochmal klein, sind schön reif, wunderbar. Und saftig zugleich. So sehen die dann aus. Das basische Dessert. Und jetzt ist die Zeit der Feigen im Herbst. Also wunderbar. So sieht es aus, wenn das fertig ist. So, jetzt kommt mein Lieblingsteil, denn ich probiere diesen Dessert. Oh, wunderbar. Mit diesem Kokosflocken, Kokoschips. Herrlich. Also es ist nicht zu süß, denn das hat so eine natürliche Süße durch die getrockneten Feigen. Ist schön cremig. Es schmeckt auch leicht, also nicht zu mächtig. Wunderbar. Das empfehle ich dir. Schreib auch ruhig in den Kommentaren, wie es dir gefallen hat und was du auch als nächstes von mir sehen möchtest. Ich sage danke und bis bald.